gibt einen wunderbaren Aphorismus von Stanislaw Lem, einer meiner Lieblingsschriftsteller und großer Satiriker. Und der heißt, die meisten Menschen fangen viel zu früh an, die wichtigen Dinge im Leben zu spät zu beginnen. Und das ist ein Satz, der eigentlich die gesamte Energieproblematik, besser gesagt das Energiedrama in der menschlichen Zivilisation beschreibt. Jeder weiß oder könnte wissen, es ist nur vielen nicht bewusst, was das bedeutet, dass ohne Energie nichts geht. Welche Energie eingesetzt wird, hat eine entscheidende Prägung für alles, was geschieht. Die Energiedebatte ist im Kern seit geraumer Zeit und sich zuspitzend eine Debatte zwischen atomaren und fossilen Energien einerseits und erneuerbaren Energien andererseits. Mich fragte mal einer, als ich diese Zahl nannte, sagten Sie vorhin, 5 bis 7 Milliarden oder Millionen Jahre? Und ich sagte, es sind Milliarden, meint er, dann bin ich aber beruhigt. Wir können uns gar nicht mehr leisten, die bekannten Ressourcen, Reserven noch zu verbrennen. Diese globale Pyromanie gefährdet die menschliche Zivilisation. Und die pathologischen Züge nennen sich aber realpolitische oder realwirtschaftliche. In einem Wettlauf mit der Zeit sind, weil es nicht egal ist, wann das kommt. Wann der Zeitpunkt kommt, dass man zu erneuerbaren Energien als letzte Möglichkeit wechseln muss, weil es gar keine andere mehr gibt. Wenn wir darauf warten, wird es zu spät sein. Der Unterschied zwischen arm und reich in der Weltwirtschaft ist durch diese Energiebereitstellung seit Beginn der industriellen Revolution immer größer geworden und er wird ständig größer. Wer über die Probleme, die Armut der dritten Welt redet, ohne den Zusammenhang zum Energiesystem herzustellen, weiß nicht, wovon er redet. Die einzigen, wenn man so will, linken Energiequellen. Das haben nur noch nicht alle Linken erkannt. Noch längst nicht alle erkannt. Die Hauptrolle des Energiewechsels, die liegt auf der kommunalen Ebene. Und deshalb kann es auch keine linke Energiepolitik geben, die auf erneuerbare Energien setzt und das schnell und die Ablösung herkömmlicher Energien so schnell wie möglich vorantreibt. Danke. Die Energien der Zukunft, die Art der Mobilität, die zu nutzenden Technologien und die davon nicht zu trennenden kulturellen Veränderungen in der Gesellschaft, alles dies ist ein gigantisches Bildungsprojekt und vor allem ein politisches Bildungsprojekt. Der Kampf um die Energien der Zukunft ist in aller Schärfe entbrannt. Es braucht dringend Konzepte und politische Angebote von links. Wir wünschen uns, dass Sie und unsere internationalen Gäste Inspirationen in diesem Sinne geben und erhalten. Wir wünschen uns, dass uns unsere gemeinsame Arbeit hier ermutigt, dass sie uns zusammenbringt und dass sie auch Spaß macht. Zeitalter des Öls und auch der endlichen Ressourcen geht in vielen Bereichen zu Ende. Was bedeutet, die Preise werden steigen und wenn über Preise Knappheiten geregelt werden, bedeutet das eben per se, dass diejenigen, die kein Geld haben, von der Nutzung dieser knappen Ressourcen ausgeschlossen werden. Und das ist eigentlich aus einer Gerechtigkeitsperspektive hochproblematisch, weil anders als Güter, die man durch die eigene Arbeit vermehren kann, sind Ressourcen grundsätzlich erstmal Geschenke, die wir bekommen haben, ohne dass wir dafür arbeiten können. Wir können sie auch nicht durch Arbeit vermehren. Gute Gründe bei dieser Form des Umbaus zur Energieeffizienz und erneuerbaren Energien, ganz bewusst Modelle zu wählen, die eben diesen Umbau sozial ausgestalten. Und da haben wir jetzt eine Reihe Beispiele genannt. Ich finde auch sehr gut das belgische Beispiel, was du zitiert hast, von der Tarifgestaltung, dass es ein Grundrecht auf eine bestimmte Menge an Energie gibt und danach wird der Strompreis eben ansteigend. Das finde ich einen sehr guten Vorschlag, womit in gewisser Weise auch verbunden würde, dass ein Minimalschutz
für gegenüber Sperren eingebaut würde. China hat sich in der letzten Zeit stark entwickelt, aber im Vergleich zu Industrieländern, da ist noch ein ganz sehr großer Abstand. Deshalb sollte man keine Angst vor dieser Entwicklung Chinas haben, weil aus der ganzen Vergangenheit und Geschichte hat China nie aus Eigeninteresse so Kriege und so geführt, sondern China hat schon das Willen und auch Bereitschaft, seine Verantwortung, egal für welche Themen, auch international, das zu tragen. Die Frage der Widerstände von denen, die entmachtet werden können durch eine andere Energiepolitik, die ist massiv. Diese Erfahrung haben wir auch in Hessen gemacht. Der Lobbyismus dieser Energiemonopolisten ist grenzenlos. Ihre Brutalität ist auch grenzenlos. Ihr Kampf um Einfluss ist grenzenlos. Sie haben den Weg geschafft in alle Institutionen. Sie haben zum großen Teil Parteien verseucht. Je mehr klar gemacht wird, was die Menschen und in der Region davon haben, und das kann einmal ein materieller Anreiz sein, die Wertschöpfung in der Region oder der Strom auf dem Dach und so weiter. Es kann aber auch der andere Anreiz sein, wenn man sagt, und hat die Sabine ja vollkommen recht, wenn sie sagt, es gibt ja auch Menschen, die können sich finanziell nicht an sowas beteiligen, die sind Mieter oder haben das Gefühl, sie haben keinen Einfluss, aber die merken natürlich die Folgekosten dieser jetzigen des Energiesystems, also die ganzen sozialen und die ganzen ökologischen Folgekosten. Die merken, dass ihre Kinder krank sind, die merken, dass dass es Gesundheitsprobleme gibt. Sie wissen auch, dass die Natur kaputt geht, und das sehen die alles, und an dieser Stelle kann man auch diese Menschen mitnehmen. Allerdings ist die Grundvorstellung des grünen New Deal, dass der Staat und die internationalen Institutionen ökologische Anreize schaffen, also über Ordnungspolitik, um dann Märkte sozusagen auf grün zu stellen. Also der grüne New Deal öffnet was. Wir sollten das hier genau diskutieren, wie wir auch damit umgehen, aus linker Perspektive. Aber insgesamt ist die Linke noch sozusagen relativ ökologieblind oder sie ist auf einem Pfad von ökologischer Modernisierung. Also es geht um Argumente, es geht darum, Interessen zu artikulieren, es geht darum, mit den Gewerkschaften auch umzugehen. Aber wie könnte man nun strategisch ein Thema wie Arbeitszeitverkürzung, das an den Alltagskonflikten, an den Alltagssorgen ansetzt, sozusagen formulieren, reformulieren und da sozialökologische Fragen eines Umbaus eben der Lebensweise mit einflechten? Because I think when we talk very big statements, like these people and those people should just get together and figure it out and plan the growth together. What the f- I mean, we're talking about a macro political level that is very intangible to me. This is a very political question. The division of labor around renewables does not yet exist. It will be built in the next 20, 30 years. We're still very much at the beginning of that process, and it's very unclear how it will develop. It's very much a process of struggle. Probably it will not be those cows who control the process, despite the fact that most pictures of renewable energies have cows and sunflowers and other sort of smiling aspects of nature. Von
vornehmen, nämlich jeder sein eigener Energieproduzent werden kann und eben seine Solaranlage auf sein ein, zwei oder sonst wie Familienhaus pflanzen kann und sein Geothermieloch im Garten buddeln und damit quasi das gute Gefühl zu haben, ich verhalte mich korrekt, ja, also ich schädige nicht die nachfolgenden Generationen, aber ich bin eben auch nicht abhängig von diesen dreckigen Kohle- und Atomkonzernen. It's time to ask ourselves that what needs to change and move on to what we can do. It's not possible to think in alternatives without think in this global understanding of the capitalism system. We must continue to denounce the crimes of the capitalism, oppose all wars, and strengthen democracies weakened by the companies, extractive companies, the wealth of extracting the wealth of the poor countries. We must be congruent in the austerity that we demand, and demand the paradigm changes. We need to know the mega projects that affect the poor countries, which is why we must articulate with the social actors struggling to defend them territories. And territories mean not just land, also the richness there. We need to emphasize sustainable models of energy production that do not affect the local residents, but rather that make them the first beneficiaries. It is therefore important to show and share technology.